Ne, Wölfe muss ich nicht machen, deswegen lasse ich die mal da prügeln. Ist mir egal. Die Kobuhe muss ich auch nicht mehr machen. Ach, da sind wir ja schon. Das ist Liebesgut. Liebesgut. Eins von drei. Noch ein Liebesgut. Und da ist... Da wird doch jetzt gekämpft. Hallo, ich habe noch anvisiert. Warte, das hier. Dann die 6. Dann die 5. Dann die 6. Gut. Liebesgut. Gut. Muss ich denn hier, muss ich hier irgendwie was töten? Doch nicht. Schnischungkubur. Die könnten vielleicht auch hier noch irgendwo rumlungern. Ah, die sind in einem anderen Gebiet wahrscheinlich. Weil das Level 39er Viehzeug ist. Wir sind hier im Level 35er Gebiet. Dass du das Liebesgut sicherstellen konntest, ich möchte dich bitten, die Waren zur Himmelswehr zu bringen, aber lass uns zuvor nachsehen, ob alles vorhanden ist. Okay, ich muss das alles einzeln reinpacken. Okay. Glück scheint nicht zu fehlen, ganz im Gegenteil, es ist sogar zu viel. Was? An diese kleine Kiste kann ich mich nicht erinnern, vielleicht stammt sie aus dem Besitz der Räuber. Was ist denn das für eine Kiste? Hm, sie ist an Ritter Franzl adressiert, den vierten Spross der Familie Halnar. Merkwürdig, mal sehen, was da drin ist. Ich ein Drachenaugen-Rosarium, das Zeichen der Heretiker. Wie kommt es in die Kiste? Es gab ja schon einige Gerüchte, dass mehrere Angehörige der Familie Halina vom wahren Glauben abgefallen sind. Aber nicht doch Franzl, oder? Unter den gegebenen Umständen kann ich dich doch nicht wie vorgesehen zur Himmelswehr schicken. Franzl ist dort nämlich nicht irgendein kleiner Adliger, sondern der Herr der Festung. Für uns, die Ritter von Ischgard, ist es eine heilige Pflicht, mit allen Mitteln gegen die Drachen und heretischen Anhänger vorzugehen. Ich werde umgehend die Inquisition über die Ereignisse in Kenntnis setzen. Okay. Und was hat das jetzt für Auswirkungen? Ah, Charilo. Ich hasse die ganzen französischen Namen, weil ich bin einfach dem Lack, der nicht französisch reden kann. Charilo, einer der Ritter im Observatorium, möchte mit dir ganz im Vertrauen über Franzl sprechen. Oder Franzl. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Bitte auf den... auf ein Wort, doch bitte um Verschwiegenheit. Portelay darf von unserer Unterredung nichts erfahren. Aber deinen Einsatz im großen Interesse verfolgt. Du scheinst mächtig und vertrauenswürdig zugleich zu sein. Eine wahrliche, seltene Kombination. Deshalb wage ich es mir, mich dir anzuvertrauen. Seit einigen Jahren diene ich hier Ritterfamilie Durinder. Doch das war nicht immer so. Vor der Katastrophe gab man eine Ritterfamilie Hallenär. Damals stand sich unter den Kommandos des jugendlichen Adligen Franzl. Oder François. Ich habe ihn stets aufrichtig mutigen Mann erlebt, der sich im Kampf gegen die Drachen verdient gemacht hat. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass er ein Heretiker sein könnte. Ich bitte dich, sieh zu, dass nicht vorschnell über ihn geurteilt wird. Geh zu ihm und sprich mit ihm. Du findest ihn nördlich von hier in der Festungsanlage, die wir die Himmelswehr nennen. Sag ihm das Losungswort Edelweiß. Okay. Heinzi? Ich sagte Heinzi. Auf geht's. Dafür müssen wir in die Richtung. Ah, da habe ich ja schon. Ne, da habe ich noch keinen Teleporter. Kein Etherit. Haben wir überhaupt irgendwo mal Etheriten hier irgendwo? So ein Scheiß. Ich muss hier in die Richtung. In der Himmelswehr einfach mal rüberspringen. Es wird wahrscheinlich hier drinnen sein.
Ich möchte nicht in Häuser mit meinem Chocobo, oder der jetzt mir hinterher geschöpft kommt. Till Weintill. Mit dem muss ich nicht reden. Was mache ich hier? Franzell. Ja, ich bin Franzell von Helena. Wer bist du und was führt dich zu mir? Edelweiß. Oh ja, bevor dieses Land von Schnee überdeckt wurde, freut sich meine Mutter an den Edelweißblumen, die hier überall blühten. Da du das Lotuswort kennst, kann ich wohl offen und ehrlich zu dir sprechen. Was hast du mir zu sagen? In einem Pakt an mich lag ein Paket an mich lag ein Drachenaugenrosarium. Das ist in der Tat eine unruhige Nachricht, aber ich hatte so etwas seit längerem befürchtet. Drachenaugenrosarium ist das Zeichen der Heretiker, daran erkennen sie sich gegenseitig. Das ist vermeintlich für mich bestimmt wahr, wirft natürlich Fragen auf. Ich versichere dir, dass weder ich noch jemand meiner Familie zu den Heretikern gehören. Vielmehr vermute ich, dass jemand unseren guten Ruf beschädigen möchte. Danke, dass du und Carillo so viel Anstand besessen habt, mich über diese hinterhältige Intrige zu informieren. Im Gegenzug möchte ich dich nach Kräften unterstützen, allerdings kann ich nicht für dich tun, solange ich unter dem Verdacht der Ketzerei stehe. Eins will ich hier jedoch tun. Ich schreibe dir ein Empfehlungsschreiben für einen Ritter der Familie Fort Tam, der das Camp Drachenklopf natürlich von hier verwaltet. Horace Chiffon ist sein Name. Ist ein guter Freund von mir und zudem ist die Familie Fort Tam bekannt dafür, am ehesten von allen Ritterfamilien Ishgards mit Söldnern und Abenteurern zu kooperieren. Er kann sie hier sicher weiterhelfen. Das ist nett. Ein bisschen kommen wir dann auch mal weiter und machen nicht mal Loffereien für andere Leute. Und dann wieder raus hier. Einzieh, ich brauch dich mal. So. Auf. Dahin, wo wir hin müssen. Dich muss ich nicht besiegen, Dummigator. Also für das Ding. Da fliegt irgendwas. Für das Bestiarium muss ich dich nicht besiegen. Da ist ein Etherit. Habe ich den schon harmonisiert? Ja, aber komm, wir sind jetzt fast da. Deswegen reite ich da hin. Die 100 Gil drauf geschissen. Die behalten wir. Das meine ich damit mit drauf geschissen. Den Weg drauf geschissen. So. Hier drinnen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch hier drinnen. Okay, nicht hier oben. Da ist er. Horische vor. Hallo. Sehr grüße, Abenteuer. Hier im Camp Drachenkopf freuen wir uns stets über Besucher aus fernen Landen. Wenn ich mir deinen gestellten Körper so ansehe, musstest du wirklich einen weiten Weg zurückgelegt haben. Was führt dich hierher? Eine Empfehlung von Francel, er möchte also, dass ich dich unterstütze, solange ihm die Hände durch diese leidigen Anschuldigungen gebunden sind. Dem guten Francel würde ich nie einen Wunsch abschlagen, seine Freunde sind auch meine Freunde, wobei kann ich dir helfen. Die Enterprise? Wenn das Luftschiff tatsächlich kurz vor der Katastrophe verschwunden ist, wird die Suche danach schwierig, damals herrscht ja auch in Ishgard gerade Chaos. Du wirst dein Bestes geben müssen, um erfolgreich zu sein, doch verzage nicht. Im ehrwürdigen Namen der Familie Fort Tam gelobe ich, dich mit ganzer Kraft zu unterstützen, soweit ich Horische Fond heiße. Hört auf, diese Namen zu nennen, die kann ich doch alle nicht aussprechen. Müll, Müll, Müll. Geld. Kein Level Up. Ja, nicht mal annähernd. Camp Drachenkopf will dir die Horische vor bei der Suche nach der Enterprise helfen. Für die Suche nach dem Luftschiff werde ich mich in der Stadt umhören. Es würde sicherlich etliche Augenzeugen geben. Das alleine wird aber nicht genügen. Wir sind auf die Hilfe der vier großen Ritterfamilien angewiesen, einschließlich der Fort Tam. Darum wirst du dich wohl bemühen müssen. Die Familie kontrolliert eine andere Gebiete und verfügt über eigene Informationsquellen, auf der wir Zugriff erhalten müssen, um mit unserer Suche ganz Quarters abzudecken. Sprich zunächst im Camp Drachenkopf mit der Dame Nine vom Haus Fortin und anschließend mit der Himmelswehr mit der Bruchhalter Cavolin
vom Haus Hallinard. Guter Letzt schattest du Vollemor vom Haus Durendar im Observatorium einen Besuch ab. Es ist aber nicht gut, auf Fremde zu sprechen, aber wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, sollte er mit dir kooperieren. Er hat noch die Familie Zemael, doch die werde ich direkt kontaktieren, also viel Erfolg. Jede Menge Gedöns. Was macht ihr denn hier? Also nur, dass wir auf der Suche nach der Enterprise auch noch gezwungen sind, in Ishgards Schatzangelegenheiten einzugreifen. Wenn alles sehr wüsste, was wir von der Schlacht mit einem Primarier von uns etwas aufhalten lassen. Hier ist das vergleichsweise ruhig, aber ich fühle mich trotzdem beobachtet. Was machen die denn hier? Waren die eben auch schon da? Okay, muss ich weiter hoch? Wahrscheinlich. Jetzt muss ich runter. Komme ich hier rein? Ja, komme ich. Geht's hier irgendwie tiefer? Okay, hier geht's nicht lang. Habe ich schon mal gesagt, dass die Musik hier ganz schön bedrückend ist? Ich möchte nicht da runterspringen. Okay. Wahrscheinlich muss ich aber hier rein. Nine. Luftschiff, der Gal und mehr Teilwerke. Früher oder später kommen mir alle Gerüchte zu Ohren, die in der Familie Fortin die Runde machen. Und auch für den Enterprise habe ich noch nie etwas von der Enterprise habe ich noch nie etwas gehört. In letzter Zeit reden alle nur von den Heretikern. Sogar der junge Franzel soll vom rechten Glauben abgefallen sein. Ich bin gespannt, wie die Familie Helena diese Schande ausbügeln will. Okay. Ich wollte dich nicht wegschicken. Ach, scheiß die waren dann. So, dann müssen wir. Wo müssen wir genau hin? Da hin und da unten. Aber wir wissen halt, für die Zukunft hier ist ein Etherit. Da kann ich mich einfach hinporten. Ist das eine dieser Gubur, die ich wegklatschen muss? Oder ist das eine. Ne, das ist eine andere Gubur. Bleib mal auf dem Weg. Muss ich hier rein? Hier hin vielleicht? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich versuche sie so französisch wie möglich auszusprechen, die Namen, aber ich habe keine Ahnung. Aber wie gerne würde ich dir und Horische vorhelfen, doch ich möchte aufgrund der haltlosen Anschuldigungen gegen unser Haus sind mir die Hände gebunden. Angeblich sollen mehrere Mitglieder der Familie Helena die Heresie herfallen sein. Natürlich entspricht das nicht den Tatsachen, dennoch muss ich die Verteidigung gewissen hervorbereiten. Okay. Raus hier. Komm rein, zieh. Ich brauch dich mal. Und dann müssen wir den ganzen scheiß Turm nochmal hochklettern, ey. Also würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, weil hier so ein Hoch-nach-oben-Zeichen ist. Da war ein Chocobo. Leider durch den Nebel kann man den Turm von Weitem nicht so schön erkennen. Den würde ich gerne in Gänze sehen, aber der ist wahrscheinlich nicht mal ganz modelliert. Ist ganz nach oben. Oder doch? Ich habe den für höher gehalten. Also hoch ist er, um ehrlich zu sein, gar nicht. Kommt einem nur so vor, weil man so ewig viele Treppen latschen muss. Ja, weg dir, Heinzi. Wir machen das auch schön in Ruhe, damit wir nicht aus Versehen in den Abgrund stürzen. Mal wieder. Ich höre jetzt auch gleich, glaube ich, gleich auf. Ich wollte eigentlich nur mal reinschnuppern mal wieder in das Spiel. Und jetzt bin ich schon fast wieder 2 Stunden am Aufnehmen, 1 Stunde 45 momentan gerade.
Aber gleich sind schon 2 Stunden vor Le Mans. Du magst mich nicht. Ha, das sieht den rückgratlosen Feigling vor Temors mal wieder ähnlich, sich den Handlanger als dahergelaufen Abenteuer zu machen. Noch nicht mit mir. Wir befinden uns mit dem Krieg und seit der neuen Erzinquisitor Golome im Amt ist, werden immer mehr Heretiker enttarnt. Ischgard hat andere Sorgen als ein verschollenes fremdes Luftschiff. Horrorschiff vor, täte gut daran, sich an seine Pflicht als Ritter von Ischgard zu erinnern. Horrorschiff vorsprechen, okay. Da kann ich mich jetzt aber locker hin teleportieren. Wo ist das? Ja. Das ist das doch, oder? Keine Ahnung. Ich teleportiere mich da einfach mal hin. Das war das Einzige, was nicht eine der bekannten 3-Schatzscharten war. Und hinein in die gute Stube, sobald wir da auch drin sind. Na, horische vor. Nun ist es gelaufen, einen enttäuschten Gesicht nach zu urteilen, nicht gerade gut. Das ist bedauerlich, doch durchaus verständlich. Sieht hochstehende Adlige, die Ketzerei überführt wurden, gibt es keine andere Gesprächsthema mehr. Nun, ich setze weiterhin große Hoffnung auf den Boten, den ich nach Ischgard geschickt habe. Lass uns auf seine Rückkehr warten. Horische vor macht sich große Sorgen um Franzell. Die Wache haben hier etwas äußerst Beunruhigendes berichtet. Franzell ist mit einigen seiner Ritter in Richtung Stirn an der Wacht ausgerückt. Als Nachfrage hat er behauptet, er wolle einen Drachen erschlagen, der an der Stirn an der Wacht marodieren würde. Seltsamerweise ist mir noch nichts über diesen Drachen zu Ohren gekommen. Daher befürchte ich, dass jemand Franzell gezielt diese Information zugespielt hat, um ihn in eine Falle zu locken. Bitte geh ihm hinterher und pass auf, dass ihm nichts Schlimmes widerfährt. Okay. Ich bin rausgetappt, deswegen das Spiel geht auf 20 FPS, wenn man raustappt. Oder wie viel sind das? 16. Cool. Noch besser. Chocobo, Heinzi, ich brauch dich mal. Wo ist mir hin da oben? So. Komm ich von hier aus irgendwie hier raus? Ja. Kopf. Hab vergessen, wie viel Spaß dieses Spiel macht. So hörlos manche Sachen auch sind, ist halt ein MMO, was willst du machen? Aber ich finde es halt alles sehr lustig. Es macht sehr viel Spaß. Wir machen mal den Rothorn-Oger weg. Ich hole nochmal Heinz hier als Kämpfer zurück. Moin! Kaputt. Okay, da habe ich ja noch wen gesehen. Achso, ein Rothorn. Oder? Ich muss das wahrscheinlich mal ausschalten, dass immer mir gesagt wird, beziehungsweise ein... Warte, ich habe vergessen, den anzuvisieren. Dass mir immer wieder dieses Geräusch entgegenkommt, wenn ich einen angreifen will, ich nicht angreifen kann. Sind hier noch mehr Rothorn-Oger? Muss ich nur 2 besiegen? Rothorn-Oger? Ja, nur 2. Kann ja auch mal passieren. Dass man nur 2 von denen erlegen muss. Ach, aber wir können ja auch direkt wieder runter, weil hier ist ein Pflaumenavis. Und die müssen wir retten. Das Modell kommt mir sehr bekannt vor aus Final Fantasy 12. Da gab es doch auch so eine Viecher. Die sahen ziemlich ähnlich aus. Hier anvisieren. Axt werfen. Hau drauf. Okay. Atemlose Ritterin. Euch. Okay. Wieso muss ich von denen killen?
Ist das schon genug gewesen? Ja. Fassungsloser Ritter? Ne, ich möchte den fassungslosen Ritter. Ja, wir müssen fliehen. Erschütterte Ritterin. Woher nur kam plötzlich dieses riesige Monster? Welches riesige Monster? Hier muss ich noch zu klump hauen. Also du sollst doch heilen heimziehen. Wieso bist du auf das Falsche eingestellt? So. Alles, alles. Da ist Franzell. Ich hab ihn schon überall gesucht. Ist ja gut, Junge. Jeff, komm nicht näher. Er ist immer noch in der Nähe. Oh, da ist ein Riesenabyss. Hau drauf. Da, ich hab ihn besiegt. Atemlose Ritterin. Helfen? Wieso nicht erst Franzell? Wir wollten einen Drachen erschlagen, um Franzells Unschuld zu beweisen. Wir haben versagt. Ist Franzell wohl auf? Die Riesen-AWS hat uns völlig überrascht. Hatten mit einem gewöhnlichen Drachen gerechnet und nicht mit dieser Riesenbestie. Das war doch ein gewöhnlicher Drache, oder? Was? Also, wie groß ist ein Drache in der Welt hier? Wie gewöhnlich. Was habe ich nur getan? Als mir diese zweifelhafte Information über den Drachen zugetragen wurde, griff ich nach diesem Strohhalm, um vielleicht meine Unschuld zu beweisen. Meine Familie Helena war früher für die Verteidigung der stählernen Wacht zuständig. Also als sie von den Drachen überrannt wurde, verloren wir unsere Ehre und unsere stärkste Festung. Und jetzt wird auch noch der Häresie werden wir noch der Häresie bezichtigt. Oh, was für eine Schande. Meine Ahnen werden sich im Grab umdrehen. Bitte richte haurische Form meine aufrichtige Entschuldigung aus und sage ihm, dass der Tag nahe ist, an dem sich die Heretiker offenbaren werden. Falls mir etwas zuschüsse, soll es dem Drachenaugen-Rosarium folgen. Ich mag Franzel, ich will nicht, dass der stirbt. Okay, dann teleportieren wir uns erstmal nach Drachenkopf. Unter. Hallo. Danke, dass du Franzel vor großem Schaden bewahrt hast. Ohne dich hätte er das sicher nicht überlebt. Übrigens hat mein Bote, den ich nach Ishgard geschickt habe, tatsächlich einen Zeugen ausfindig gemacht, der sich an den letzten Flug der Enterprise erinnert. Allerdings ist ihm auch bekannt, dass du auf Franzels Empfehlung zu mir gekommen bist und er lehnt es entschieden ab, mir vermeintlich oder tatsächlich Heretikern unter ihren Gehilfen Kontakt zu treten. Das bedeutet, wir müssen zuerst Anschuldigungen gegen Franzl aus der Welt schaffen, dann können wir den Zeugen befragen, damit schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe. Was für ein Scheiß. Erstmal Arsenal, dann I für Inventar. Öffnen wir das. Die Waffe wird wahrscheinlich kacke sein. Ja, ist sie auch. Horische Vor, was ist los? Marcel ließ mir ausrichten, ich sollte dem Drachenaugen-Rosarium folgen. Sicher, weil es der Stern des Anschlusses für die Anschuldigung gegen ihn war. Um die Anschuldigung zu entkräften und Franzis guten Ruf wiederherzustellen, müssen wir herausfinden, wie das Rosarium in das Franzel adressierte Paket gelangt ist. Spricht den Himmelswehr mit Rickemann darüber. Er kann alle Träger dieses Gegens sehr genau. Er kennt alle Träger dieser Gegend sehr genau. Wahrscheinlich bist du wieder da ganz am Anfang. Ich brauch dich mal, Heinzi. Dann wollen wir nochmal.
Drachenkorb. Übrigens, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also ich habe Digimon Story Cyberthrust fertig gespielt und ich werde als nächstes Sacred Memory anfangen danach. Das dauert aber zum, also wenn ihr das hier seht, dauert es noch ein paar Tage, Wochen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das genau alles rauskommt. Scheiße, wo laufe ich hin? Aber so fertig ist. Bei Hacker's Memory werde ich danach, also die mehr oder weniger Fortsetzung, werde ich davon direkt anfangen. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, so heißt das Spiel, ein Digimon-Spiel. Und ich werde das, also ich hab's angefangen, ich habe zwei Folgen aufgenommen und dann dachte ich mir, ich muss aber, beziehungsweise ich habe viel mehr Digimon-Folgen als Final Fantasy 14, deswegen habe ich jetzt angefangen, hier wieder Final Fantasy 14 weiterzuspielen. Statt Cyber Sleuth Hacker's Memory. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Natürlich ist das für die Träger ein Lashes, etwas ins Paket zu schmuggeln. Deshalb habe ich nachgeforscht, wer das Paket an Franzel transportiert haben könnte. Ich weiß, wer dafür in Frage kommt, aber die Träger beteuert seine Unschuld. Nicht nur ich bin der Spur nachgegangen, eine Inquisitorin war ebenfalls hier und hat mir allerhand Fragen gestellt. Richtig unangenehm war das, doch selbst sie ist zu keinem Ergebnis gelangt. Wenn du meinst, dass du mehr herausfinden kannst als ich und die Inquisition, dann unterhalte dich doch selbst mit dem Träger. Du findest ihn in Innenhof von Camp Drachenkopf. Wollen wir uns dahin teleportieren? Wie teuer wäre es? 100 Gil, ne? Na komm, drauf geschissen. Ist jetzt doch ein bisschen weiter weg. Ich möchte auch nicht andauernd hier rumlaufen. So, ich muss mal ein bisschen hier rauszoomen. Oder ein bisschen reinzoomen wäre eigentlich sogar intelligenter. Da ist er, oder sie. Lustlose Träger. Lustloser Träger. So wird ein Schuh draus. Untersuch die Pakete, wenn du unbedingt drauf bestehst. Ich habe mir absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Okay, da sind die Pakete. Mal Paket. Untersucht. Halina-Paket. Das ist ein Paket, ein Drachenaugen-Rosarium gefunden. Und Halina-Paket. Das ist in dem Paket ein Drachenaugen-Rosarium gefunden. In allen Paketen war ein Drachenaugen-Rosarium. Wir sind nun zufrieden, wie gesagt, ich habe die Pakete nicht angerührt. Da waren zwei Drachenaugen-Rosarien drin. Was? Die Rosarien waren in den Paketen? Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe die Pakete so empfangen, ganz ehrlich. Ich bin doch nicht blöd und belaste mich selbst wirklich. Du musst mir glauben, die Sache zeigt die Drachenaugen-Rosarien den Rittern. Ich will damit nichts zu tun haben. Wahrscheinlich hier drinnen wieder. Na, horische vor. Hast du etwas herausgefunden? Ich weiß, dass Franzel unschuldig ist, doch wir müssen Beweise für seine Unschuld vorbringen, weil sie seinen guten Ruf wiederherstellen wollen. Die Drachenaugen-Rosarien waren in den Paketen an die Familie Halina schon wieder, weil das nicht mal ein plumper Trick ist. Dieser Versuch der Familie Halina etwas in die Schuhe zu schieben ist derart offensichtlich, dass selbst die Inquisition ihren Irrtum einsehen muss. Danke, TF. Wir stehen kurz davor, die Angelegenheit zu klären. Dann werden wir uns endlich mit den Informationen über das Luftschiff, das du suchst, unterhalten können. Herrische Vor will die Intrige der Heretiker gegen das Haus Halina aufdecken. Gottes Urteil. Die Intrige der Heretiker gegen unseren guten Franzel ist schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Es wird eine höchste Zeit, dass wir diesen Dorn ziehen. Sprich mit der Inquisitorin Brigitte über diese Angelegenheit. Ich weiß, dass sie gerade Nachforschung im Camp anstellt. Informiere sie über die anderen Pakete, die du untersuchst hast. Sie wird einsehen, dass es sich dabei um nichts anderes handeln kann als plumpen Versuch der Familie Halina etwas anzuhängen. Okay, sie muss hier draußen sein. Sie ist einfach nur on sit. Da oben ist sie. Ein fatales Ereignis, das mir ziemlich Wurst. Hallo, Brigi. Oder wie auch immer du heißt. Ausgesprochen wirst.
So, die liegt also daran, Franzis Unschuld zu beweisen. Horische vor, lässt einfach nicht locker, wie? Na, da muss ich dich enttäuschen, du kommst zu spät. Gerade eben wurde Franzis von Großinquisitor Glumé abgeholt. Soll beim Hexenschlund einer der angehenden Befragungen unterzogen werden, richte Horische vor aus, dass er gefälligst das Urteil der Heiligen, die sich nun abzuwarten hat. Er soll sich Demut üben und um Vergebung für Franzel beten. Wow, was für Assis. Was für Assis. Was für Assis.